Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Warum sitze ich am Lager? So, ich will mich jetzt sehr gerne noch ein wenig umschauen. Ich hoffe, ich überlebe das. Und wir fangen. Oh, ein geheimes Grab. Na dann. Ab in das geheime Grab, würde ich mal sagen. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich ein Grab mitnehmen. Wo sind wir hier denn? So, hier natürlich auch nochmal hin. Haben wir das jetzt mal schon mal drin? Heiligtum der Sturmwache. Da drüben ist Giftgas, so wie es aussieht. Da müssen wir wohl einfach mal mit. Das machen. Ups. Ah, ja, wo muss ich hier lang? Ganz kurz. Ich glaube, ich muss mich da beeilen. So komme ich da nicht mal hoch. Muss ich hier lang, ist jetzt die Frage. Hä? Oder muss ich diese Dinger hier mit einbeziehen? Wahrscheinlich. Wow. Ach, da oben ist noch was. Okay. Erstmal mache ich das hier an. Das müsste doch an sich reichen, oder? An sich wirklich schön, aber zu was und dann. Ach, hier oben ist auch noch ein Teil. Also weit hoch kann ich gar nicht doch. Ist sonst noch irgendwo so ein Ding da? Oben ist noch was. Das könnte man noch anbrennen. Sonst noch irgendwas zum Anzünden da? Achso, damit hätte ich vielleicht das hier oben wegmachen können, wenn ich da nicht dran geschossen hätte. Hätte ich mir jetzt vorstellen können. Ich mache das mal ganz kurz. Okay, nein, doch nicht. Aber zu irgendwas muss das doch gut sein. Ich meine, hier geht es ja auch nirgendwo lang an sich. Was muss ich tun? Okay, an sich leuchtet nur das Teil, aber die Frage ist, wie komme ich an das Teil? Ich muss irgendwie nach. Ach so, ich muss da nach oben wahrscheinlich und dann da drüber springen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich dort hoch? Okay, gut, da muss ich wahrscheinlich. Ja, lass mal gucken, dass ich irgendwie da nach oben komme. Ah, hier lang. Okay. Sagt das doch einer. Wenn es so einfach ist. Ganz kurz, ich mache noch mal ein bisschen Licht. Haben wir Besserung verfügbar, sehr schön.
Okay, jetzt wieder am besten hier runter. Es tut mir leid, bitte stopp. Oh, sie ist jetzt nicht ernsthaft gestorben. Ups. Ja, das passiert, wenn man von irgendwelchen Sachen runterspringt. Dann muss ich jetzt tatsächlich wieder so rumgehen. Hier mal ganz kurz wieder drauf schießen. Ich hoffe, daran sterbe ich jetzt. Ja, los. Nein, du sollst bitte runter. So. Sehr schön. So, hier haben wir alles voll. Da haben wir auch alles voll. Da haben wir auch alles voll. Da haben wir auch alles. Nicht, da fehlt noch eins. Okay, also ist nur noch das hier, das jetzt fehlt. Dieses Magazinteil. Da machen wir das mal. So, da sind jetzt alle Waffen wieder top. Fertig. Würde ich sagen, gehen wir jetzt raus. Gut, wenn du dich mit Fackel besser fühlst, dann nimm die Fackel. Ich möchte aber gerne meinen Bogen haben. Wo hat sich jetzt was... Ah, sehr schön. Jetzt hat mir hier so mehr oder weniger ein bisschen was angezeigt. Eigentlich wird mir jetzt ja sogar ziemlich viel angezeigt. Über jetzt hier, wo Sammelobjekte noch rumliegen. Na gut, dann würde ich mal fast sagen, nehme ich die jetzt alle mit, oder? Mal ganz kurz. Eine Karte wäre hier oben. Die brauche ich an sich nicht. Dann markiere ich mir mal das hier. Q ist dann irgendwo dort hinten. Gut, da muss ich hin. Ich mache erstmal die Tür auf. Lecker Flut. So, das Ding kommt auch auf. Sehr gerne nehme ich einen Bogen mit. Gut, ja, ich könnte jetzt natürlich sofort da durchgehen, aber ja, wenn ihr schon mal die Möglichkeit habt, die Sachen zu sehen. Wo ist denn bitte das? Das ist ja komplett am Arsch der Welt. Wo ist er? Ach, da oben irgendwo. Okay. Soll ich denn dort hochkommen? Ah, ich verstehe. Dann schauen wir doch mal da oben nach. Und wo jetzt genau? Ach, da hinten. Okay. Erstmal ganz kurz, kann ich das hier auch machen? Hier kann ich hoffentlich rüberspringen ohne Probleme. Erstmal die Pfeile aufsammeln. Jetzt kann ich hier rüberkrabbeln. Genau, und hier ist jetzt der Schatz. Hätte ich voll machen sollen. Ich hätte von hier oben so eine wahnsinnig gute Aussicht gehabt. Ein antiker chinesischer Dolch, wahrscheinlich ungefähr aus dem Jahre 100. Wie lange stranden Schiffe schon auf dieser Insel? Ja, wahrscheinlich schon ziemlich lange. So, wieder Karte auf. Hier drüben ist ja noch ziemlich viel. Ist noch ein Geocache. So, wo muss ich da hin? Nach dort hinten. Kommt man hier nicht irgendwie anders, besser wieder runter? Ja gut, dann bin ich jetzt zwar wieder dort, aber ich bin immerhin unten. Ohne jetzt wieder alles zurück zu müssen. Jetzt nochmal schnell durch die Pampa durch. Ich muss irgendwo nach dort hinten. Na, ja, das ist gar kein Problemchen. Ich muss noch diese Tiere töten. Das mit dem Feuer war jetzt unnötig, aber ja. So, das soll dort oben sein. Na toll, wie komme ich jetzt dort oben hin? Ich hätte auf den ganzen Weg Plattform bleiben müssen. Kann ich das hier runterholen? Hm.
So kann man das natürlich auch machen. Und jetzt... ups. Wollte ich halt da so... Nein! Was machst du denn? Halt mit ein bisschen Anlauf. So. Sehr schön. Nächster Geocache ist hier. Das ist dann dort. Muss ich dazu irgendwo oben bleiben? Nein. Ah, Entschuldigung. Das ist dann dort. Komme ich dort hoch? Alles umständlich hier. Vielleicht hätte ich doch da oben müssen. Ich krabbel mal wieder hoch und gucke mal, ob ich da noch irgendwie einen anderen Weg lang finde. Obwohl, ich glaube, da komme ich nicht mehr hoch. Das ist zu hoch. Zum Springen. Oder? Yep. Ja gut, dann muss ich halt nochmal nach da drüben hin. Und dann doch nochmal gucken. Wie bin ich da jetzt gerade gelaufen? Da lang, genau. So, dann halt nochmal auf ein neues. Obwohl ich von hier auch, glaube ich, irgendwo hin kann. Da drüben hin zum Beispiel. Würde ich sagen. Och nee, ernsthaft? Das war jetzt eine doofe Idee. Das hat mir jetzt nämlich gar nichts gebracht. Ich glaube, woanders kann man hier auch nicht großartig hin. Aber ich kann ja auch nicht von dort nach dort. Irgendwie muss ich ja auch andersrum kommen. Ich gehe nochmal kurz dort hoch. Oder gibt es dort drüben noch irgendwie eine Möglichkeit hochzukommen? Das wäre natürlich auch eine Idee. Sollte schon auf den Baumstamm drauf gehen. Oh, der Vollmond ist ja auch schön. Also hier gibt es aber auch keine andere weitere Möglichkeit, oder? Nö, erst einmal nicht. Gab es hier noch irgendwie eine andere Möglichkeit? Ich könnte versuchen, nach dort zu kommen. Achso, ja, stimmt. Da kann ich hingehen. Vielleicht kann ich aber dort doch auch irgendwie anders rumlaufen. Gehen. Kommen. Ich glaube ja eher nicht. Kriege ich das dort hinten noch irgendwie? Nee, da ist auch nichts weiter. Nope, was anderes kann ich auch fast gar nicht. Na gut, dann gehe ich halt mal runter. Vielleicht komme ich ja doch noch irgendwie von hier wo dran. Mal ganz kurz. Gut, Geocache, aber hier ist ja auch noch ein Relikt. Vielleicht komme ich ja da irgendwie besser dran. Wegpunkt setzen. So. Das ist dort hinten. Dann gehe ich mal nach dort hinten hin. Ich wollte dich nicht anzünden. Das tut mir leid, wirklich. Aber ich habe gerade die Feuerpfeile ausgerüstet. Da komme ich noch lang, wenn ich hier rumgehe. Interessant. Hier kommt man noch rein, wenn man einen Wurfling da hat. Was ist denn hier drin? Ganz kurz. Bin ich denn jetzt hier wieder? Ein Augenblick. Ja gut, wo bin ich denn jetzt hier wieder? Ach, ich bin immer noch hier irgendwo in der Nähe. Das war ja gerade mega merkwürdig. Was ist denn das dann da? Nein, ich schieße mit keiner Schrotflinte auf Rehen. Ja. So, aber hier könnte ich jetzt hin. Hier ist auch noch Bergungsgut. Aber hier ist erstmal noch ein Relikt. Da war ja nicht irgendwo Bergungsgut noch in der Nähe. Hier ist
relativ modern, wahrscheinlich 18. Jahrhundert. Die Gold-Blutflecken. Jemand hat dieses Messer vor kurzem benutzt. Okay. So, dann zünden wir erstmal das hier an. Das ist jetzt mal ganz kurz. Hier müssen noch irgendwo Geocaches sein. So, wo ist das denn? Das ist... Ach, Geocaches sind wir jetzt eigentlich egal. Nur versuche ich die Dinger dann nochmal später irgendwann. Ups. Aber ich will noch mal ganz kurz was reingucken, wo ich gerade so das Wasser ins Wasser geflogen bin. Was soll denn das für einen Sinn haben? Habe ich da irgendwas übersehen oder irgendwas verpasst oder keine Ahnung was? So, das nehmen wir mal wieder mit. Ach, da drüben kann man sich dran festhalten, wenn man das ordentlich schafft. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Vielleicht muss ich da eher drücken oder eher springen oder... Oh, hier ist aber was. Ah, sehr schön, ein Geocache. Und für das andere Geocache muss ich da wohl irgendwie drankommen oder wie? Ach, dann probiere ich das jetzt nochmal ganz kurz aus. Das interessiert mich jetzt nämlich wirklich. Irgendwie muss ich ja da drankommen. Bilde ich mir das ein oder wird das langsam hell? Ich glaube, ich bilde mir das ein. So, dann halt nochmal ein Versuch. Wieso? Warum? Irgendwie muss man doch... Wieso machst du jetzt die Fackel an? Immer Bogen. Ich finde, der Bogen macht irgendwie von allen Waffen so am meisten Schaden. So, letzter Versuch. Wenn nicht, dann probiere ich das dann halt mal später aus. Ich drück doch E. Es ist ja nicht so, als ob ich kein E drücken würde. Nein, wir schießen jetzt nicht auf Feuer. Lass mir das sein. Okay, allerletzter Versuch. Und wenn nicht, ich wollte ja sowieso nochmal eine kleine Sammelrunde machen. Irgendwann, vielleicht dann so kurz vorm Ende. Es gibt ja dann irgendwann so eine Stelle, ab der man nicht mehr zurückkommt. Und bevor es soweit ist, würde ich dann vielleicht das machen. Ah, jetzt endlich. Sehr schön. Ach nee, jetzt ist das... Oh. Okay, ich habe das jetzt geschafft. Jetzt muss ich noch versuchen, da drüben anzukommen. Das frustriert einen so ein bisschen. Obwohl es natürlich auch schön auch nicht nochmal ein Gebiet zurück zu müssen und dann das Sammeln ein bisschen kürzer fassen zu können. Okay, vielleicht verschiebe ich das Sammeln doch auf später. Ich verabschiede mich jetzt erstmal an dieser Stelle von euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen dann nächstes Mal einfach hier mit weiter, also nicht mit diesem komischen Teil, sondern eher mit der Quest an sich, also dass wir dann zu den anderen wieder gehen, weil dahin sind wir auf dem Weg. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann nächstes Mal zu einer neuen Folge wieder. Habt bis dahin eine wundervolle Zeit. Bis dann, würde ich sagen. Ciao, ciao.